Ich habe von Anfang an sehr aggressiv gespielt und das Gute war, ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich bin froh, dass ich das Match in 2 Sätzen gewonnen habe und den ersten Punkt für Deutschland geholt habe. Diese Atmosphäre immer beim Fed Cup ist immer was ganz Besonderes. Und für mich, dass ich auch heute angefangen habe, das war schon lange nicht mehr so, dass ich das erste Match bestreiten konnte. Und ich muss sagen, mir ging es sehr gut, mir ging es auch gut auf dem Platz. Die Arena ist ausverkauft und ich meine, was will man mehr? Ich kann jetzt auch heulen und sagen, oh, ich armes Ding, hätte ich den einen Netzroller, wäre ich da rangegangen oder hätte ich die eine vorne, aber es bringt ja nichts, was soll ich da, es bringt ja nichts zu jammern jetzt. Ich war entschlossen, ich habe meine Punkte versucht selbst zu machen, ich war aggressiv, ich habe die Punkte versucht zu dominieren, so gut ich konnte. Und es sollte heute nicht sein, aber rumzujammern bringt ja jetzt nichts. Weil morgen ein anderer Tag ist und ich gut drauf bin und ich alles dafür geben werde, dass ich die Simona morgen schlagen werde und den nächsten Punkt für Deutschland holen kann.